So, jetzt funktioniert es ja. Ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. Sie sind hier, weil Sie sich für die Zukunft des Journalismus interessieren, genau wie wir auch. Und für dieses auf den ersten Blick doch recht globale Thema haben wir jetzt eine knappe halbe Stunde. Ich freue mich sehr über zwei kompetente Gäste. Eine Frau, die den spannenden Job hat, im Moment eine traditionsreiche regionale Printmarke in die digitale Zukunft zu führen. Ich begrüße ganz herzlich Bettina Wollensberger, die Chefredakteurin des Münchner Merkur und der zugehörigen Zeitungen. Und ein Mann, der ja eine ganz andere Antwort gibt auf die Herausforderungen der digitalen Zukunft, der sich das mit der Printmarke als Basis gleich gespart hat und eine reine neue Online-Marke aufgesetzt hat und das auch schon ziemlich erfolgreich mit Watson in der Schweiz. Hansi Vogt ist der Chefredakteur und Geschäftsführer. Ganz herzlich willkommen. Sie haben zumindest heute beide schon mehr Gemeinsamkeiten, als man so auf den ersten Blick glauben mag. Ich habe heute früh im Hotelzimmer mal geschaut auf die beiden Websites und sie hatten vollkommen gemeinsam den Hurricane Gonzalo als den prägenden Aufmacher, bei dem einen ein bisschen bildreicher als bei dem anderen, aber Themenübereinstimmung, Frau Wollensberger, wie stark schauen Sie im Alltag auf Portale wie Watson, auch auf Portale wie zum Beispiel BuzzFeed, wenn wir es noch ein bisschen internationaler sehen, die sozusagen Journalismus von einer ja, ganz neuen, rein digitalen Warte aus betrachten? Also als Chefredakteurin eines Printmediums informiere ich mich durchaus über Online-Portale. Ich greife allerdings mehr auf die deutschen Portale zurück, also dann auch mehr die Nachrichtenportale, Spiegel Online, NTV, Handelsblatt, Süddeutsche, also da beobachte ich vor allen Dingen die Konkurrenz. Das interessiert mich jetzt einmal mehr als jetzt BuzzFeed oder auch dass ich jetzt auch nicht so oft beobachte, aber da interessiert mich natürlich eher der nationale Ansatz, weil wir ja auch eine regionale Tageszeitung machen und da beobachte ich mir sozusagen die aus der näheren Umgebung, was sozusagen unser Thema auch sein könnte. Sie gehören also nicht zu den zahlreichen deutschen Chefredakteuren und Verlagsmanagern, die zu so Unternehmen wie Watson in der Schweiz, was ja von der Fahrt her etwas näher liegt oder den Entsprechungen im Silicon Valley gepilgert ist, um von dort die große Erkenntnis zu bekommen? Also ich lese natürlich auch die Fachmedien und beobachte natürlich sehr genau, was am Markt auch passiert. Wir haben ja in der Ippen-Gruppe eine eigene Online-Gruppe und auch einen eigenen Chefredakteur für merkuronline.de, mit dem ich mich sehr intensiv austausche. Wir arbeiten sehr kooperativ zusammen, wir tauschen uns über Themen aus, wir treffen uns mehrmals am Tag, um uns kurz zu schließen. Er hat wahrscheinlich noch viel mehr im Blick, geht noch viel mehr in die Tiefe sozusagen der Online-Medien und breit in die Vielfalt und beobachtet, was dort ist. Wir treffen uns dann sozusagen zweimal am Tag und tauschen uns dann nochmal aus. Ich bin ja in erster Linie Blattmacher eines Printmediums. Das ist sozusagen meine Hauptaufgabe und die zweite große Herausforderung ist natürlich, dieses Printmedium zeitgemäß aufzustellen in Konkurrenz zu vielen digitalen Gratisangeboten und es interessant genug zu machen, dass der Abonnent bereit ist, weiterhin dafür zu bezahlen. Herr Vogt, Sie waren auch mal, ich hätte fast gesagt in grauer Vorzeit, klassischer Printredakteur, waren dann längere Zeit Online-Chef von 20 Minuten, das im Gegensatz zu Deutschland in der Schweiz eine große Erfolgsstory ist, hatten die Online-Seite zum größten Newsportal der Schweiz aufgebaut und dann im letzten Jahr den Schritt gemacht, eine ganz neue Marke zu gründen mit Watson. Was war das auslösende Moment Ihrer Erkenntnis zu sagen, ich will jetzt nicht mehr sozusagen für Printmarken die digitale Verlängerung oder die Digitalmarke machen, sondern was ganz Neues und das rein online basiert? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, man muss sehen, die Aufgabe Print und Online miteinander zu vereinbaren unter einer Marke, ist wahnsinnig schwierig, also vorhin
man verbietet sich sehr viel durch die Tradition der Marke, man hat dafür eine Marke. Und es sind nicht nur immer die Verleger, die mich vorwärts machen, es sind auch die Journalisten, die sagen, das habe ich noch nie gemacht, das haben wir noch nie gemacht. Es sind auch die Leser, die sehr viel nicht mitmachen. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass wir in so einem digitalen Umbruch stehen, dass es im Grunde genommen einfach ist, eine neue Marke zu lancieren, aufzubauen. Da gibt es einfach auch wahnsinnig viele neue Möglichkeiten. Und dafür hat man diese, na, ich sage jetzt mal, Behinderung nicht. Man kann ausprobieren, man kann scheitern, man kann etwas versuchen. Das ist ein wahnsinniger Vorteil. Und ich habe großen Respekt vor den Aufgaben, die Print-Geschichten umzugestalten und so in Teilen. Wir haben einfach vor allem gemerkt, wir waren wirklich eine getrennte Online-Redaktion und eine große Online-Redaktion. Sie müssen sich vorstellen, 20 Minuten Online hat aus der Schweiz heraus, das wäre eigentlich das drittgrößte, ist das drittgrößte deutschsprachige Online-Portal hinter Spiegel Online und Bild. Und zu 99% ist der Traffic aber aus der Schweiz. Das ist eine große Sache, wird intensiv genutzt und ist hochrentabel. Und diese ganze Geschichte, online kann man kein Geld verdienen, das weiß ich einfach seit 7 Jahren oder 10 Jahre, wo ich dort war. Wir haben jedes Jahr Gewinne gemacht und zwar am Schluss sehr hohe. Und wenn Sie das wissen, dann sagen Sie einfach nicht, okay, ich gehe zurück in eine konvergente Redaktion, weil das war die Aufgabe. Ich glaube eh nicht an diese ganzen eierlegenden Wollmilchaufgaben für Journalisten, die für alle Kanäle irgendwie arbeiten sollen. Ich glaube, das ist total auf dem Holzweg. Ich glaube vor allem auf eigene Formen des multimedialen Storytellings, die sich immer weiter von den Printformen entfernen, immer weiter von der Spaltenerzählweise, die wir seit 1444 mit Gutenberg zu tun haben und so weiter. Wir können einfach neue Formen herausprobieren und wir müssen in diese Richtung gehen. Wir müssen nicht online zurückgehen in die Bereiche, wo man das mit Print vereinbaren kann. Können Sie mal ein Beispiel vielleicht nennen, was Sie bei 20 Minuten online gerne gemacht hätten, aber nicht machen konnten? Weil es eben die Vermarktung ich konnte eigentlich fast alles machen, aber als es hieß, ich kann nicht mehr alles machen, habe ich gesagt, ich mache nur was anderes. Weil es wäre dann es ist auch wirklich nicht, wir haben ganz stark angefangen, anderes Storytelling zu machen und das versuche ich jetzt auch wieder, es braucht einfach wieder eine gewisse Zeit, aber komplexe Themen zum Beispiel, keine Ahnung, Masseneinwanderungsinitiative in der Schweiz, da können Sie lange Artikel schreiben, Sie können das Ganze aber auch in Quizform erzählen, Sie können sich dabei didaktisch hochwertvoll auf Ihre Vorurteile überprüfen bei jeder falschen Antwort, die Sie haben, Sie können das richtige Wissen mitgeben. Und das Problem ist, Sie können das nicht drucken. Wenn Ihre Online-Redaktion vor allem dazu ist, den Teil zu bestreiten, der nicht gedruckt wird, oder der Teil wird etwas gedruckt, dann kommen Sie nie auf solche Formen des Storytelling, weil Sie sollen einfach vor allem effizient sein und es geht meistens in diesen ganzen Joint Newsrooms geht es eigentlich um Kostenersparnisse. Und das habe ich mir erspart. Sie haben mit Watson für ziemliche Aufmerksamkeit. Ich habe es eben angesprochen, es sind einige Delegationen aus Deutschland nach Zürich gepilgert, um sich das bei Ihnen anzuschauen. Haben Sie denn überhaupt den Anspruch, sozusagen die Zukunft des Journalismus vollumfänglich darzustellen? Oder liegt doch, das nehme ich mir jeden Morgen vor, wenn ich aufstehe. Ich möchte die Zukunft. Nein, natürlich nicht. Liegt das Geheimnis Ihres Erfolges darin, dass Sie sich eben von vornherein auf ein ganz spezielles Segment konzentrieren? Also das Geheimnis des Erfolges, das ist ja hochrelativ. Also uns gibt es seit 7 Monaten und ich weiß ja noch gar nicht, ob es ein Erfolg wird. Ja? Aber vielleicht liegt darin eigentlich das Geheimnis, dass wir das effektiv ausprobieren. Die Leute wussten auch alle, die zu uns gekommen sind, das waren halt einfach fast 80% der 20 Minuten Online-Belegschaft, dass das Ding auch scheitern kann. Ja? Und ich glaube, das ist genau das Ding. Aber dafür, ja, wir nehmen das in Kauf und das kann auch schief gehen. Ich glaube, das ist, wenn es ein Erfolg wird, dann ist das einer der Erfolgsfaktoren. Und ich glaube einfach, man muss weitergehen, in neue Formen finden und so. Und ich glaube, man kann sich stark befreien. Ob das nun wenn man diese Markenwucht hat, quasi nicht, oder diese Markenlast nicht tragen muss, sondern irgendwie spielerisch und relativ schnell eine neue aufbaut. Ich meine, da haben wir einfach neue Möglichkeiten heute. Wir sind
wirklich in kürzester Zeit, das sind jetzt bei ungefähr in der Schweiz 800.000 Unique Clients und so pro Tag 150.000, 180.000 Unique Clients, das ist schon eigentlich relativ viel, sehr schnell gewachsen nach 6-7 Monaten. Also da ist viel möglich und aber ich denke nicht jeden Tag, ich muss den Journalismus neu erfinden. Den muss man auch nicht in allen Teilen neu erfinden. Man muss sich in Teilen wahrscheinlich befreien. Frau Wolfensberger, Stichwort befreien und Unabhängigkeit von traditioneller, geprägter Marke. Ist das ein Gedanke, den Sie auch gelegentlich haben, dass man vielleicht nicht kuronline.de als Erfolgsrezept macht, sondern eben, insbesondere wenn man jüngere Zielgruppen neu begeistern will, einfach eine neue Marke schafft? Wir werden ja durchaus auch entgegen vielen Vorurteilen von jungen Lesern gelesen und jungen Usern auch auf der Online-Seite genutzt. Wir haben monatlich 1,4 Millionen Unique-User. Das sind vorwiegend auch junge User. Wir passen natürlich auch das Online-Angebot, das Themenangebot, da wird ja sehr genau im Online-Sektor beobachtet, welches Thema läuft, welches läuft nicht. Das heißt, die Themen, die online hochgerankt werden, sind unter Umständen andere als die, die ich im Printprodukt auf die Seite 1 stelle. Ich finde aber ganz im Gegenteil, ich will mich gar nicht wegbewegen von der Marke, sondern ganz im Gegenteil, ich will die Marke stärken. Und wir sind auch gerade dabei, also sowohl im Printbereich innovatives, also achte ich darauf, dass die Innovation nicht am Schreibtisch aufhört, sondern ich versuche auch die gelernten Printjournalisten für online zu begeistern, dass wir crossmedial anfangen zu arbeiten. Wir arbeiten schon crossmedial. Und auf der anderen Seite wird im Online-Sektor im Moment ein größerer Relaunch vorgenommen, der Ende des Jahres wahrscheinlich auch online gestellt werden kann. Wir arbeiten an der Markenführung, an der Markenstärkung. Wir haben eine Erhebung gemacht, um mal zu testen oder zu erforschen, wer sind denn unsere Leser, welche Themen interessieren sie. Das ist ja das, was es zu stärken gibt. Man muss ja versuchen, den Leser im Blick zu halten. Immer an die Leser denken, halte ich für das wichtigste Ziel des Journalismus, denn dann kann man auch sein Produkt verkaufen, sowohl im Printsektor als auch im Online-Sektor. Was ist denn für Sie inhaltlich gesprochen oder was sind die wichtigsten Ziele und Anforderungen, die Sie so in den nächsten Jahren erfüllen wollen, unabhängig von der Darreichungsform, ob Print oder Online? Also was müssen Sie machen, was müssen Sie erreichen, damit Sie sagen können, ja, wir betreiben modernen, zukunftsfähigen Journalismus? Einmal, also im Printbereich müssen wir natürlich versuchen, die Auflage zu halten, was im Moment sehr gut gelingt. Das heißt, wir müssen den Kontakt zu dem Leser immer wieder halten und entsprechend die Themenaufbereitung und vielleicht auch den Vertriebsweg entsprechend anpassen, je nachdem wie es genutzt wird oder wie das Feedback ist. Das heißt, ich werde im Printbereich sicher wegkommen vom Nachrichtenjournalismus. Die schnelle Nachricht gehört online, gehört im Radio, gehört im Fernsehen. Wir müssen eigentlich die Geschichte hinter der Nachricht erzählen und da müssen wir hinkommen im Printjournalismus, wenn er Bestand haben soll. Wir müssen unsere Alleinstellungsmerkmale suchen, finden, stärken. Das ist jetzt für den Merkur Tradition, Heimat, das Regionale ist das Exklusive bei uns und das spielen wir und das spielen wir erfolgreich. Wir bilden die Lebenswelt unserer Leser in der Zeitung ab, wir bilden die Themen ab, die sie interessieren, wir bilden vor allen Dingen die Menschen ab. Die Zeitung muss auch Seele haben. Ich achte sehr darauf, dass Geschichten an Personen entlang erzählt werden, die Menschen vorgestellt werden, die in Bayern leben. Also das ist halt in erster Linie auch unser Zielpublikum. Und online genauso im Prinzip. Auch da muss ich schauen, welche Themen werden genutzt, werden gesucht, werden geklickt. Wo kriege ich denn die Kommentare? Wie sind denn die Kommentare? Muss ich darauf reagieren? Was passiert denn auf unserem Facebook-Kanal, auf den Twitter-Kanälen? Wir holen viele Themen über unsere Facebook-Auftritte oder über Twitter herein, über die Kommentarfunktion. Oft erzählen uns die Leser,
was wo gerade passiert, was sie interessiert, dann spielen wir das weiter. Oft erfahre ich in den Konferenzen von den Online-Kollegen, was läuft gerade am Vormittag oder am Nachmittag, und wir holen Themen oft noch ins Blatt rein und umgekehrt. Wie weit sind Sie Stand heute von dem erstgenannten Ziel, pure Nachricht raus aus Print, mehr Hintergrund, mehr eigene Impulsanalyse, noch entfernt? Wir sind schon ganz gut dabei. Also wenn Sie den Merkur mal durchblättern, wir haben zwar auf der 1 noch eine Nachrichtenpflicht auf, wir schauen aber auch sehr stark, dass wir einen regionalisierten Aufmacher haben. Also für mich schlägt ein guter, exklusiver regionaler Aufmacher immer einen Bundesaufmacher oder einen Weltaufmacher. Wir schauen auch in der Optik sehr darauf, dass wir die Region abbilden, also unsere Zielgruppe einfach. Und wir sind aber auf der 2, haben wir ein Schwerpunktthema. Also da, ich lege auch großen Wert darauf, dass wir einen hohen Anteil von Eigenbeiträgen im Blatt haben, dass so viel geschrieben wird und wenig aus den Agenturen kommt. Also das ist meine Intention und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Die 2, die 3 sind in erster Linie Geschichten von meinen Redakteuren. Im Bayernbuch, im Lokalbuch. Lokal ist es ganz wichtig für eine Regionalzeitung natürlich. Ist natürlich 100% Eigenbeitrag, da ist gar keine Agentur mehr drin. Aber selbst im Sportbereich haben wir einen hohen Eigenanteil und greifen wenig auf Agenturen zurück. Wie wägen Sie bei Watson ab, Herr Vogt, zum Beispiel zwischen dem Punkt Chronistenpflicht und eigene Themen, zum Beispiel zwischen wie regional, wie international dürfen die Themen sein, die die meisten Klicks bringen sollen? Also ich glaube, wichtig ist, dass es nicht immer um die meisten Klicks geht. Also ich meine, man muss auch wirklich, man muss so wie ein Menü zusammenstellen. Das besteht aus, keine Ahnung, Kotelett, Kartoffelsalat und Rosenkohl und dann schmeckt das Dessert. Wenn Sie immer nur Dessert bringen, dann haben Sie vielleicht immer nur eine Zeit lang irgendwie viele Klicks, aber das ist nicht die langfristige Währung. Also so, ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, wenn man diese ganze Klick-Betrachterei, das ist ja für viele immer noch befremdlich. Ich glaube, das Wichtigste ist das, was Frau Bäumensberg gesagt hat. Deshalb heißt sie eigentlich Bäumensberg, sind Sie die Schweizerin? Und in der Tat aus dem Alemannischen, ja. Okay. Das Wichtigste finde ich, dass man das lernt, dass die Journalisten für die Leser schreiben. Wieder für die Leser schreiben. Und ich glaube, da ist eine Zeit lang wirklich viel im Argen gelegen. Journalisten haben vor allem für Journalisten geschrieben. Und wenn man da sagt, irgendwie, okay, an den Klicks sieht man, was die Leute interessiert, dann bin ich da vollkommen einverstanden. Aber es ist nicht ganz so einfach. Die Abwägung zwischen Regionalem und Relevantem, also bei uns ist es so, wir haben oben auch quasi diese Nachrichten-Chronistenpflicht, weil die Leute erwarten das von einem Newsportal. Man kann sich informieren, man kann sich in der Tiefe informieren. Und ich bin nicht einverstanden, dass man nur News irgendwie bringt auf einem Nachrichtenportal, auch online müssen Sie immer mehr Hintergründe, Einbettungen, Sie müssen Autoren folgen, und auf die Sie sich verlassen, was Stimmen sind oder werden. Und also die Online begnügen sich schon längst nicht mehr einfach nur mit, wir machen die News, das können wir schneller und Hintergründe finden woanders statt. Im Gegenteil. Ich glaube, Hintergründe, gerade auch Stimmen von Autoren, werden extrem belohnt online. Und ich glaube, da kommen wir online zum wichtigsten Punkt. Wenn wir jetzt irgendwie die Entwicklung anschauen, okay, Print und Online zusammen und Mobile und so weiter, dann ist das ja alles gut und recht. Aber ich glaube, der ganz entscheidende Wandel, der jetzt bevorsteht, das hat angefangen, ist dieser ganze Wandel von Pull- zu Push-Medien. Und ich muss online eigentlich, also ich muss digital Inhalte anbieten, die einen kommen noch auf unsere Newsseite, die wollen dann das irgendwie, das Angebot von oben nach unten, für die mache ich eine Newsseite. Und für die anderen setzt sich einfach der Inhalt fort. Der Inhalt, der findet seine Interessenten. Das ist eine großartige Nachricht für Journalisten, das ist eine richtig scheiß Nachricht für Verlagshäuser. Oder? Also das ist irgendwie, und deshalb, ich glaube hundertprozentig an den Journalismus. Ich bin nicht ganz sicher, ob das in den klassischen Verlagshäusern in dem Sinne möglich ist, diesen Wandel zu vollziehen, aber die Artikel finden ihre Interessenten. Und so muss man die Artikel ausgestalten. Für Sie ist es auch ökonomisch gesehen am Ende des Tages egal, ob jemand sich hinsetzt und watson.ch eingibt oder ob er via Twitter, Facebook irgendwie zu ihm gelangt. Es ist ein bisschen egal, weil
Facebook- oder Twitter-Leute, die kommen in hohem Maß mobil und sie sind zum Beispiel in der Facebook- oder Twitter-App und die machen dann, die gehen auf eine Geschichte und die gehen immer wieder zurück zu Twitter oder Facebook. Das ist auch eine andere Sache. Wie können wir dort, sage ich mal, gewisse Funktionen übernehmen, die die Leute jetzt an Twitter oder Facebook übergeben, also beziehungsweise wie verwickle ich die Leute in einen intensiven Dialog mit uns, dass sie mehr Inhalte sich anschauen bei uns, wie dass sie eben anfangen, Newsletters zu abonnieren oder so etwas und so. Aber im Grunde genommen ist das für mich jetzt am Anfang mit dem ganzen Marketinggedanken viral unglaublich toll. Ich kann Inhalte über die sozialen Medien streuen. Die Leute nehmen es an, sie kommen zum ersten Mal, zum fünften Mal und irgendwann zum zehnten Mal und dann laden sie die App runter und dann kommen sie regelmäßig. Und so habe ich die angefixt, wie der klassische Dealer auf dem Pausenplatz. Sehen Sie, Frau Römmelsberger, bei sich im Hause diese Einschränkungen, die Herr Vogt gerade sagt, für traditionelle Verlage? Dass es da eben immer noch, jedenfalls bei klassischen Vermarktungsmodellen, wichtig ist, loyale Leser zu haben, die halt jeden Tag bewusst auf die Seite kommen und viel weniger kapitalisiert werden können, wenn sie halt so zufällig per Social Media vorbeigespült werden. Nein, wir nehmen jeden Leser, jeden User. Da gibt es keine Einschränkung. Ich glaube, die meisten User auf merkeronline.de kommen sogar über Google, über die Suchfunktion zu uns. Und die zweithäufigsten, glaube ich, auch über Facebook sogar rein ins Portal. Nee, im Gegenteil. Ich freue mich sogar, wenn neue Leser, User kommen. Also ich muss jetzt immer unterscheiden zwischen Print und Online. Also online gibt es überhaupt keine Beschränkungen. Es ist natürlich für den Verlag immer von Interesse, seinen Leser möglichst genau kennenzulernen, um einerseits ihn abzuholen bei den Bedürfnissen, die er hat oder bei den Interessen, die er hat. Und andererseits ist es ja möglicherweise auch fürs Marketing eine interessante Information, wie die Leserschaft, wie die Userschaft aussieht, um entsprechend gutes Marketing anbieten zu können. Ich finde, was ich noch einwerfen wollte, war, es hat sowohl online den Vorteil, als auch gerade mit den neuen journalistischen Darstellungsformen, die Multimedia-Reportage gefällt mir auch sehr gut, dass man also sozusagen nicht mehr nur ein Bild hat und dann hat man Text und wieder ein Bild und wieder Text, sondern es werden ja jetzt auch Charts eingespielt, plötzlich habe ich dann ein Video, dann habe ich eine Bilderreihe und alles sozusagen an einem Monothema entlang erzählt. Das gefällt mir sehr gut und es bringt Qualität in den Online-Journalismus und das ist eine gute Entwicklung. Und der Printjournalismus hat ja diese Qualität in der Regel, sage ich mal, eigentlich schon. Und während der User auf Online selber die Themen finden muss, wie Sie sagen, er muss selber sortieren, diesen Informationsdschungel für sich selber durchschlagen, die Themen das finden, die Zeitung bereitet das natürlich schon auf. Das ist ein großer Vorteil natürlich auch vom Print, dass unsere Leser im Prinzip diese Nachrichtenflut, diesen Dschungel schon sortiert bekommen. Wir erzählen ihm, also wir ordnen schon mal ein, wir analysieren, wir kommentieren und wir haben natürlich den großen Vorteil, auch wenn man sich da immer wieder bemüht, mit den neuen Formen der Reportage zum Beispiel nachzufolgen, wir haben den großen Vorteil, ein schönes Layout hinzulegen. Das kann kein Online-Medium, also... Ja, das sieht auch ganz schön aus. Ja, sieht auch schön aus, aber wenn Sie einfach eine Doppelseite, wenn sie nicht so riesig ist, sag ich mal, wir haben ein ganz, ganz praktisches Format eigentlich, aufklappen können und Sie können da sehr satt mit Bildern auch agieren und einfach auch schön, journalistisch schöne Geschichten erzählen, also auch Lesefreude bereiten. Das ist für mich nach wie vor ein großer Vorteil von Print, den online so schnell nicht einholen wird, sehe ich eigentlich. Also ich behaupte, dass wir optisch die gleiche Lesefreude bereiten können. Aber ich muss auch dazu geben, wir haben extra deshalb ein eigenes CMS entwickelt, weil wir haben nichts gefunden, dass das irgendwie die Qualität hinbekommt und haben uns da wirklich viel, viel am Anfang. Wir haben auch eine IT-Abteilung von 8 Leuten, die eigentlich nur das CMS aufbauen, plus noch irgendwie 5 externe Programmierer. Wir gehen da einen hohen Aufwand, weil ich gebe Ihnen da recht. Da wird viel zu wenig irgendwie Aufwand betrieben, um mal irgendwie schön gestalten zu können.
Die andere Sache ist halt schon mit den regionalen Sachen, oder wo ich Ihnen widerspreche, ist eben, ich glaube nicht in der Zeitung, da kommt das Thema auf die, da kommen die Leser und entdecken ein Thema, was die Zeitung für sie aufbereitet haben. Und ich glaube eben, dass die Themen, für die ich mich interessiere, die werden mir vorgeschlagen, nur schon durch meine Social Media Clouds. Das kommt auf mich zu und ich muss in dieses Vorschlagswesen mit meinen Inhalten kommen, weil ich glaube, dass die Leute immer weniger direkt die Marken überhaupt ansteuern. Ich glaube, das ist eben dieser Wandel Pull zu Push-Medien, Entschuldigung. Ich glaube, den haben wir in seiner Radikalität bis jetzt doch überhaupt nicht begriffen. Kommt darauf an, wie die Marke definiert ist. Wenn die Marke ein starkes Alleinstellungsmerkmal, einen starken Kern hat, dann kommen die Leute schon über die Marke rein. Ja, also New York Times zum Beispiel hat innerhalb von 2 Jahren ungefähr hat noch ein Viertel der Direktzugriffe wie vor 2 Jahren. Also das ist irgendwie marginal. Die Leute sehen nur noch die Inhalte der New York Times entweder als Abonnent oder vor allem auf Empfehlungen. Aber Marken stehen natürlich auch für eine bestimmte Qualität, für eine bestimmte Richtung, für einen bestimmten Markenkern. Also es mag sein, dass austauschbare Themen, Weltnachrichten oder so, die kann ich mir überall anschauen. Wahrscheinlich. Aber New York Times ist ja nicht so schnell zu toppen. Nein, natürlich nicht. So eine halbe Stunde hat den Nachteil, dass wenn man gerade gemeint hat, Luft zu holen, sie schon wieder um ist. Wir sind mittendrin in einer spannenden Diskussion sozusagen, auf die es noch viele Antworten zu finden gilt. Wir müssen an der Stelle leider hier das schon beenden und sagen ganz herzlichen Dank Bettina Bornisberger und herzlichen Dank Hansi Vogt. Vielen Dank.